in diesem Land des Hasses, wo die Malleus Maleficarum der Hexenhammer, das Buch, Handbuch war, um die Hexen zu verbrennen. Und das war ein Schweizer Buch von zwei Schweizer, Heinrich Kramer und Jakobus Sprenger. Von zwei Schweizer ist es gemacht worden. Und nochmal ein übles Zeichen in Pharaonenland Schweiz. Das ist alles in der Auge, in ein Dreieck. Hier bei der Kirchfeldbrücke. Ein großer Pharaonentempel in Bern mit Obelisken nebenan. Nochmal die Pharaonentempel in Pharaonenstadt Schweiz, die ganz Europa terrorisiert und kaputt gemacht haben. Das Bündnis. Das ist also in der Auge werfen, Dollar in Gold, Dreieck der Freimaurer, Obelisken nehmen da an, mit das Bündnis und Erbomination, der Brunnen, der Ibisvogel von den Pharaonen. Und da nehmen da an ist die Botschaft vom Vatikan. Nochmal die Pharaonentempel, das kommt hier aus Schloss Hindelbankstätte darauf. Ja, das sind auch die gleiche, das wissen wir. Da ist die Botschaft vom Vatikan mit vier Obelisken vor der Tür. Zweimal Jachim und zweimal Boas, die Priester von Amur. Da bei der Botschaft vom Vatikan, das Zeichen vom Vatikan. Sogar eine Art vom Schweizer Kreuz da drin fast. Tja, ein kleines Schloss. Die Priester von Amun, die 15 Millionen Menschen da getötet haben, Frauen verbrennt haben und unsere Kinder ficken, da die Schwule. Der Teufel wohnt hier. Also hier in der Templerkapelle in Spiez sieht man da oben das allsehende Auge werfen Dollar, sogar in der Dreieck. Das Auge vom Horus. Ach scheiße, jetzt kommen sie. Da ist der Skull and Bones, da der Totenkopf von den Templern, und hier kommen dann auch die Freimaurer in August. Treffen sie sich hier auf den Feiertagen, Geburtstagen von Osiris und andere. Wir sehen auch da oben das Templerzeichen da, was man auch auf dem alle Panzer sieht. Und da hinter dieser Tür, da machen sie ihre schwarze Messe, diese Templer. Und wahrscheinlich Kinderopfer, die hier verschwinden und so weiter. Da sieht man nochmals das Templerzeichen hier. Und hier nochmal auf dem Boden. Da ist es nochmal. So. Hier ist es nicht zugänglich für das Publikum hier. Hier in Spiez. Da schauen wir noch, sehen wir noch mal da der Totenkopf, Skull and Bones. Naja, das ist ja grausam. Da noch immer in der Kapelle in Spiez nochmal das Templerzeichen. Und auf der anderen Seite nochmal das Templerzeichen. Und das ist da die Familie von Grafen Ried, glaube ich, was da. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Okay, das Templerzeichen. Und da war das Orgel da oben, da mit dem Allsein. Wir sehen hier auch diese typische runde Form von einer Templerkapelle. Die sind immer so klein und rund. Und der letzte Kreuzzug war auch in 1291, als die Schweiz gegründet worden ist. Die letzte Schlacht war die Schlacht von Akkon, 18. Mai 1291. Die letzte Templerbastion. Und nur 12,5 Monate später haben sie die Schweiz gegründet. Die Zeit, um zurückzukommen. Wo sie alle ihr Gold aus Jerusalem haben sie hier in der Schweiz versteckt. Und darum haben sie auch die Schweiz Suisse genannt. Suisse, Sœur Isis, les Sœurs d'Isis. Und es ist dann auf Deutsch Suisse, Suisse, Schwester Isis, die Schwester der Isis geworden. Die Schweiz, mit der man ganz Europa kaputt gemacht hat. Da draußen, hier ist auch die typische runde Form einer Templerkapelle. Das ist die Hinterseite. Und da der Vorderseite. Typische Templerkapelle. So, das ist der Eingang von der Templerkapelle hier in Spiez. Und auf die andere Seite ist das Schloss.
mit da oben neben dem Pferd nochmal das Templer, den Templer V, sowie der Vivo Victory von Churchill. Das war kein Zufall, dass er das so machte. Und da ist es nochmal im Wappen im gleichen Schloss, dann nochmal ganz klein, da das der Templer V oder der Spitz. Ganz klein gemacht, wie ein kleines Wappen. So wichtig ist es sie. Und hier im Wappen ist es nochmal da. Ja, und hier im Wappen, da sieht man das Gesicht. Da. Ganz komisch hinter dem Helm. Das Visier vom Helm. Ja, hier bei dem Ausgang sieht man noch die Abis-Hieroglyphe. Könnte es sein, aber es ist natürlich dieses Templer, der umgekehrte V. Und da irgendwie noch so ein faster Winkel und der Zirkel, so Geheimzeichen, die Tür gekratzt. Und wenn man rauskommt, dann sieht man da nochmal das Zeichen mit dem Templerkreuz drin. Und da typische Templerkreuz mit einer W, so wie W, W, W. Naja. Und das Templerkreuz ist eine ausgeklappte Pyramide in zweidimensional. Es kommt alles von den Pharaonen. Da steht es hier, Schloss Spies um den Jahrtausend, das ist die Zeit der Kreuzzüge, die Zeit der Templer, der Familie von Strattlingen, von Bubenberg, von Erlach, auch mit dem Zeichen, da von Erlach. Von Bubenberg hat auch ein bekanntes Zeichen da drin, Davidstern. Tja, Templer, Schloss und Templerkapelle in Spiez, wo sich noch die Freimaurer treffen. Ja, hier passieren, hier werden ganz große Verbrechen, haben hier stattgefunden und werden auch noch geplant im Sinne der Weltdomination. Ja, bei der Eingang oder Ausgang, hier sieht man auch das Zeichen. Leider kann ich es jetzt, sie sind da am Bauen, renovieren, aber da unten, ja, ist fast gleich wie beim Ausgang, sieht man da das Templerkreuz. Da ist ein Obelisk, das Symbol für die pharaonische Domination, mit die vier Bälle darunter, die vier Elemente Luft, Erde, Wasser und Feuer. Das Wasser, da Brünneli steht für die Göttin Isis und der Obelisk für den Gott Osiris. Und da haben wir den heiligen Kelch oder den heiligen Gral, das heißt unser Blut ist hier und wir sind auch hier. Man sieht auch wieder das Templer, den Templer V, die Templerspitze darauf und das Bündnis, das da so, das Tuch, ja, binden, eine Verbindung. Das ist alles kein Zufall, das sind alles Geheimzeichen, um zu zeigen, wir sind hier und wir organisieren uns gegen die Europäer. Von innen hinaus wie ein Virus. Nochmals der Eingang, da und da oben ist eine Windfahne, auch mit dem bekannten Zeichen da. So, man hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, eine, der ich eingeweiht habe. Ja, das hier sind wir in Thun, eine Bank mit überall die Sonne-Hieroglyphen, natürlich eine Bank, Schlüsselposition. Und da haben wir die Isis. Der Krug ist kein Schweizer Krug, das ist wie eine Kanope. Sehr gut. Das Kleid ist sehr ägyptisch und sie steht auf einem Ball, das Symbol für die Erddomination. Und eine Schweizerin, ein Bäuerin würde einfach den Milchkanne unter dem Arm nehmen und fertig, wir erledigen das. Und da bei der Buchhandlung Thalia ist der Dreieck der Freimaurer, ist wie ein Tempel mit den Säulen. Und das halb geöffnete runde Teil da oben, was auch auf dem Tempel von Salomon war. Jetzt stehen wir hier in Thun da vorne, da in ihrem Pharaonenkleid, Pharaonengewand. Die sieht aus wie der Kalmiré-Schnitt oder der Kleopatra-Schnitt. Das Gesicht ist auch nicht schweizerisch, voll pharaonisch. Und dann noch das Dreieck hier. Ja, das Haus nebendran ist auch ziemlich verdächtig.
Hier in Thun, zwei Obelisken auf der Brücke, hier beim Bahnhof in Pharaonenstadt, Schweiz. Und hier noch einer. Ein Riesending. Der Joachim und der Boas. Hier sind wir im Schloss Jegenstorf. Hier hatte der General Guisan sein Hauptquartier, unter anderem. Schloss Jegenstorf mit da oben der Gral oder der Kelch mit Knospe da drauf. Unser Saat ist hier. In Jegenstorf noch immer, das ist die Isis. Schau mal die Brüste da. Hallo Isis. Und auf die andere Seite ist das Schloss. Mit dem Gral oben drauf. Nochmal mit Knospe. Und da ist das Templerkreuz. Sowie und den Templerzeichen mittendrin, sowie in Schloss Spiez. Und da unten ist natürlich das Templerkreuz. Eine plattgefaltene Pyramide. Und da, sowie in Spiez. Und da haben wahrscheinlich die Freimaurer gerade ein Zusammentreffen hier. Isis ist am Baden da. So. Und hier beim Schloss Jegenstorf noch immer eine Art vom Davidstern. Und ich habe das mal mehrmals gesehen und da haben wir den Totenkopf-Freimaurer-Symbol.